Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich bin heute wieder in Dunkelforst unterwegs und es geht weiter mit der Errungenschaft Verloren in der Wildnis. Ja, wir wollen hier einen sehr wertvollen Schatz aufspüren und wie das funktioniert, das schauen wir uns einmal an. Wir mussten als erstes mal die Bitte des Jägers der Jäger finden. Ich verlinke das dann auch unten im Text. Und danach müssen wir hier drei kleine Bosse eliminieren. Bingham haben wir schon gefunden. Vascha ist auch nicht mehr am Leben. Und jetzt ist noch Fjalda übrig. Und da zeige ich euch, wo ihr den finden könnt. Wenn ihr Map-Hints habt, ist es ein bisschen einfacher, weil dann habt ihr Hinweise von den drei Spawn-Location, die wir hier haben. Das heißt, ihr nehmt hier den Wegschrein von Leyawin oder alternativ den Wegschrein des Umlands von Leyawin. Und dann habt ihr hier drei Spawnpunkte. Einmal hier ganz hinten, einmal hier mittig, quasi wenn man hier rauskommt aus Leyawin. Und hier, wo ich jetzt stehe. Und da ist auch unser Boss. So, da sitzt er. Der ist jetzt nicht so schwer, den schafft ihr auf alle Fälle alleine. Also wenn so ein Boss wirklich zu so einer Quest gehört, ist er eigentlich nicht so eine mega große Herausforderung. Und wir wollen jetzt genau das tun, was wir tun sollen, den Guten nämlich eliminieren. Also natürlich hat er ein paar Hitpoints, ein bisschen wird es natürlich dauern. Ich bin jetzt auch nur ein kleiner Heiler, das heißt, ich mache jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Schaden. Aber daran seht ihr eigentlich, dass man auch, wenn man eben nicht so wahnsinnig viel Damage macht, diese Bosse auch tot bekommt. So, da liegt er. Und wenn wir uns jetzt die Errungenschaft anschauen, dann ist nur noch die Aufgabe, den wertvollen Schatz zu bergen. Das ist leider nichts, was man mal gerade in 2 Sekunden erledigen kann. Das dauert in der Tat ein bisschen länger. Aber den Schatz, nein, ich verrate nicht zu viel. Das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Und ja, wenn euch das Video dieses hier gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Like und ein Follow. Und sage dann auch Tschüss für heute, eure Kastanie, und freut euch schon mal auf den Schatz.